ähnliches. Und dann habe ich schon gewusst, du bist weg, weil keinen Sinn mehr hat. Ja, und von dem Fleisch, was du gesagt hast, Osterfleisch, das heißt, was heißt das eigentlich? Komplett sehnenfrei. Sehnenfrei und kein bisschen Fett. Und kein bisschen Fett. Also hundertprozentiges Muskelfleisch vom Rind, sehnenfrei und ja. Was das heißt, beiriert hint vom. Was ist denn das für ein Darm? Schafe. Schafe? Naturdarm, Schafe, Naturdarm. Jawohl. Wir arbeiten da nur mit Naturdarm, nicht mit aufgespritzten Eiweißklumpen. Das andere war Schweinsdarm, oder? Finn hat gesagt, schöne Fotos sind es geworden mit der Aufschnittwurst. Schön, das sind schon die Wurst ist schön. Weil sie so ein schönes Schnittbild auch mit der Marmorierung, gell? Das vom Durok, das ist schon ein klasse Einlagefleisch. Thank you.
Hinein damit. Ja, das passt mal, wie es gewiss. Und wie lange hast du jetzt drin? Ja, wenn es gut geht, noch eine Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde? Eine Stunde. Bei wie viel Temperatur? Warte mal, da ja, kochen wir über 70. 70 Grad? 70. Ah, das war nichts, ne? Das war nichts. Kalte Wasser. Ja. Kriegt das einen Schock und pfeift die Kerntemperatur noch mal ein paar Grad im Tee. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Und das Kaltabfeld ist auf alle Fälle für die Haltbarkeit dazu. Ganz klasse, ja, ganz gut. Also umso kühler, umso besser. Ja. Und gar kein Tee, gell? Zum Reichen überhaupt, oder? Ja, zum Reichen. Ja. Hallo, mein Name ist Spitzbauer Dominik, ich bin Achelbauer. Also bei unserem Betrieb werden die alte gefährdete Haus- und Nutztierrassen gehalten, gezüchtet und auch weiterverarbeitet zu guten Produkten, zu Wurst, Speck und dergleichen. Passt. Ja. Warte mal. Dominik, warum sind deine Würst so gut? Im Prinzip weiß ich es ja, ich meine, das Grundprodukt ist es, erster Linie mal das Fleisch. Ja, bei uns geht das einfach schon bei der ganzen Tierhaltung, bei den ganzen Schlachten, die stressfreie Schlachten. Da passt einfach beim Fleisch, also in erster Linie mal geht es los bei der Fütterung, dass die also ausschließlich ist, also unser Getreide kriegen, GVO-frei gefüttert sind, nicht herdrin sind, sondern also ganz langsam gefüttert sind. Dass es einfach ein ganz feinfaseriges Fleisch wird. Ortgerechte Haltung, so ein Leben im Freien, bewegen sich viel im Freien. Genau, also wir haben also teils Freilandhaltung, teils drinnen auf Stroh, also artgemäße Tierhaltung, das ist bei uns in erster Linie das Wichtigste am Hof. Dann geht es natürlich der nächste Punkt, dass einfach die Schlachtung bei uns, die Tiere werden bei uns am Vortag oder zwei Tage vorher schon in einen Wartebereich geben und dass sie sich dort dran gewöhnen und dann gehen sie in den Schlachtraum rein. Und das ist mehr oder minder nur stressfreier geht die Schlachtung nicht, als wie das bei uns geht. Ja. Und das sind einmal die zwei ersten wichtigen Kriterien, dass ich einmal ein gescheites Fleisch habe. Und bei uns ist in erster Linie also Mangalitzerfleisch, Sturruckfleisch und von Bussardaler Sprinzen das Fleisch drinnen. Das wird in verschiedenen Kategorien unterteilt beim Zerlegen. Also S2, das ist das 2er Schweinefleisch. Da ist ein Ding drinnen, wo also angefangen von den Stützen über den ganzen Zuputz von der Schulter. Das S1 ist also Schlögelfleisch hinten, also ohne Fett und ohne Sehnen. Ja, genau. Ohne Fett und ohne Sehnen. Also das wird dann auch für ganz feinbrätige Sachen. Also ich habe jetzt erst ein bisschen zugeschaut draußen. Es kommt ja wirklich nur ausgezeichnetes Fleisch rein. Also das ist alles wirklich, das ist, kann man, wenn man so viel Luft hat, da kann man Abfälle rein, das ist ja weit weg davon. Ja. Du hast mir zum Beispiel erklärt von den Frankfurter, ich bin ganz, ganz begeistert, was kommt bei den Frankfurter rein? Da hast du irgendwie von der Bianca jetzt was drin gehabt. bei den ganz feinbrätigen Sachen und bei den ganz feinen Würsten, wie zum Beispiel bei den Frankfurter Würstel, da kommt also hauptsächlich nur also zweier als Grundbrat zweier Schweinefleisch rein. Das, was schon geschaut wird, also dass wirklich das auch schon sehr hochwertig ist und wirklich fast sehnenfrei ist. Ja. Und das Tüpfelchen am Jiedernau ist ein ganz schönes Rinderhaserfleisch, also wo wirklich sehnenfrei und fettfreies Rindfleisch reinkommt. Da ist Bayriert, also kann man sagen, das hintere Viertel, also alles was schön ist, Hüftsteak, die Schale, Bayriert, Rostbraten, also nur das Beste vom Besten.
Das ist einfach der Grund, eh wie wir schon angefangen haben, vom Grundwecker passt das. Und auch was einfach eine kommt, das Ganze drumherum in der Wurst. Bei uns ist wirklich nur Schweinefleisch oder Rindfleisch drinnen, Fett drinnen, Eis natürlich, dass ich die Bindung zusammenbringe. Das Fett kommt dazu vom Mangalitsa und vom Turok. Natürlich ist da ein gewisses Betriebsgeheimnis auch dabei, was in was für Wurst, was für Fett reinkommt. Und du hast ja genug. Fett ist bei uns sicher nicht Mangelware, also eher mehr als wie genug. Pickelsalz, das verwendest du teilweise bei deinen Würsten ja schon. Gehst sparsam damit um, nehme ich an, oder? Wir gehen, also bei unseren Würsten ist einfach das Pökelsalz drinnen, weil es einfach zum Umröten beiträgt, von der ganzen Haltbarkeit ist das Nitrit einfach wichtig dazu, dass man einfach eine konkurrenzfähige Wurst macht. Aber ich darf mich nicht auf das Pökelsalz aufhängen oder was. Das ist das Drumherum, was ist in einer Wurst drinnen. Wie ich zuerst schon gesagt habe, bei uns ist Fleisch drinnen, Fett drinnen, Eis drinnen und die Gewürze. Lauter kurz Zeug. Und unsere Wurst besteht einfach aus 100% Rind oder Schwein und nicht mit irgendwelchen Ergänzern, mit Eiweiß, flüssigen Eiweiß, mit Weizenfaser und. Also bei uns ist eine Wurst und eine Wurst besteht bei uns aus Fleisch. Und die Sachen, was man. Dadurch brauchst du eigentlich keine Konservierungsstoffe, außer wie gesagt dem Salz. Genau, Salz ist einfach drinnen und also es sind keine zusätzlichen Geschmacksverstärker oder irgendwas. Und wir sind irgendwo so die Verhältnisse, wie viel Pökelsalz man bekommt bei so einer Wurst oder bei einer gewissen Menge, dass man ein bisschen Realität angeht, was kommt da rein? Also es gibt überall ein Grundrezept, das heißt, dass pro Kilogramm fertige Wurstmasse ungefähr 2 Decker Salz drinnen sind und wir machen das bei gewissen Würsten, also 50-50, bei weißbrätigen Sachen wie Bratwürstel, da ist nur reines Natursalz drinnen, also da ist überhaupt kein Pökelsalz nicht drinnen, also mit Nitrat. Und bei den Frankfurter und bei den Geschichten, da ist ungefähr das Verhältnis halbe-halbe, halb Natursalz und halb Pökelsalz. Ja, sonst kommt bei euch kein Konservierungsmittel oder irgendwas, kommt nichts dazu? Kommt bei uns eigentlich nichts dazu und das ist einfach das Erstaunliche. Dominik, ein Punkt vor meiner Meinung, ein Phosphat kommt auch dazu. Ist auch dabei. Genau. Wie ist da die Menge ungefähr? Phosphat ist einfach auch dabei, dass die Bindung einfach, dass das hundertprozentig passt. Das ist ein Muss. Das ist einfach bei uns, sage ich mal, ein Muss. Weil einfach die Produkte direkt an den Endkunden gehen und nicht nur direkt vor die Haustür, sondern auch weiter weg gehen und da braucht man einfach eine gewisse Haltbarkeit dazu. Ja. Wobei wir einfach festgestellt haben, wenn in der Wurst was Gescheites drinnen ist, dann hat die von Haus aus also so eine gute Haltbarkeit, dass man einfach da trotzdem die anderen sparsam mit den Sachen umgeht und im Vergleich jetzt Phosphat oder so eine Geschichte, da ist eben vergleichbar pro Kilogramm Masse 0,002 Gramm drinnen. Also das ist. Also 0,002. Ja. Das ist ja gar nichts. Nein, das ist. Diese Prozente 0,2 Prozent. Genau, da ist ja ganz minimal. Ganz minimal. Das ist. Also du machst es schon so lange, du bist der Meinung, es ist auch ein Qualitätsmerkmal, also es ist wichtig, dass das drin ist, weil es sonst auch nicht so schmeckt. Ja. Pökelsalz, ohne Pökelsalz. Ohne Pökelsalz, die wird einfach grau und Ding. Ja, und dann habe ich noch mitgelegt jetzt, gewisse Würste, die du hast brühen, die kommen nach dem Machen, eine werden bei 70 Grad gebrüht. Ja, was sind das für die Würste? Also die Weißwurst und die weißbrätigen Sachen, also wie Weißwürste, Bratwürstel, die werden also gekocht und auch die Stangen, also die Aufschnittwurst, die extra und die wird also gekocht, die also gebrüht. Die wird gebrüht. Und wo jetzt dann noch eine Farbe drauf ist, wie Frankfurter, Knacker, Käsekreiner, scharfe Debreziner, die Geschichten, die werden also alle gesöcht und werden dann noch gebrüht. Ja. Wenn nichts drin ist. Es ist nicht notwendig zu schwindeln, es ist sogar besser, wenn nur die Produkte feucht sind. Ja. Und einfach der große Erfolg zeigt einfach, die, was unsere Wurst konsumieren, dass ich durch unsere Aufklärungsarbeit viel Leute einfach dabei habe,
die was keinen Leberkäse, kein Knacker, kein Frankfurter, nichts mehr essen haben können, ja, weil sie dann sofort mal so mit Magenprobleme gekriegt haben. Und unsere Sachen, die sind problemlos verdaulich. Also das zeigt auch, dass da kein Klumpert und nichts drinnen ist. Du hast keine Emulgatoren drin, du hast keine Farbstoffe drin, du hast keine Fremdeiweiße, keine Füllstoffe, Geschmackverstärker. Ist ja Wahnsinn, was heute in die Wurstpresse reinkommt, du darfst dich nicht wundern, wann die Leute. Nein, das ist ja Wahnsinn. Wenn du mal so Wurstpresse und dann machst du so in der Woche oder im Monat oder was? Wie viel Wurst das wir machen, das ist ganz verschieden, das kommt ganz davon, wie viel Schweindel das wir abstechen. Wie viel Schweine stichst du? Wir stechen alle zwei Wochen, sage ich mal, zwischen 4 bis 12 Schweindel an. Ja. Rindfleisch, was wir halt selber produzieren und von einem Züchterkollegen von mir noch. So viel Wurst wie das Material? Genau, wie wir Material haben. Also bei uns wird da nicht irgendwas geschummelt oder irgendwo was zu. Wenn es aus ist, dann ist es einfach aus. Darum ist bei uns auch nicht immer jede Wurstsorte immer verfügbar. Genau. Das zeichnet einfach unsere Philosophie aus, dass einfach das auch ein Zeichen ist bei einer bäuerlichen Produktion, dass nicht immer alles bis zum letzten Abdrucker alles da sein kann. Und das muss einfach der Konsument auch akzeptieren.